Herzlich willkommen bei Phonofono in Berlin. Heute soll es um Phonovorverstärker gehen, um kleine Geräte, die man zwischen Plattenspieler und Verstärker schaltet. Lassen Sie mich zunächst ein bisschen etwas zu der Technik erzählen, damit Sie besser einordnen können, um was es hier eigentlich geht. Betrachten Sie einen Plattenspieler wie diesen Regaplaner 2. So werden Sie feststellen, dass hier vorne ein Tonabnehmer eingebaut ist, die Nadel dafür da ist, die Musik aus einer Rille in einer Schallplatte abzutasten. Die Musik bewegt dabei mechanisch die Nadel und diese Bewegung im Takt der Musik wird von Tonabnehmer in elektrische Signale umgesetzt. Das funktioniert entweder, indem ein kleiner Magnet sich im Bereich von Spulen bewegt, dann spricht man von Moving Magnet, oder man kann das auch umgekehrt machen. Im Takt der Musik bewegen sich die Spulen im Bereich von einem starken Magneten. Dieses Prinzip heißt dann MC-System für Moving Coil, für bewegte Spule. Tonabnehmer nach dem MM-Prinzip sind deutlich preiswerter zu bauen und klanglich heute durchaus im Qualitätsbereich bis zu 2000 Euro und sogar darüber nur für diesen Tonabnehmer zu haben. Das war früher anders. Da fing man dann so bei 300, 400 D-Mark oder Euro an, MC-Systeme zu kaufen. Das ist heute nicht mehr notwendig. Die Ausgangsspannung eines Tonabnehmers, wenn es ein MM-System ist, liegt bei etwa einem Tausendstel dessen, was man zum Beispiel aus einem CD-Spieler, Tuner oder Streamer analog als Signal angeboten bekommt. Bei einem MC-System ist es noch viel kleiner, da ist es bei einem Zehntausendstel dessen, was ein CD-Spieler, Tuner oder Streamer an Ausgangssignal bereitstellt. Das heißt, ein solcher Phonovorverstärker muss zunächst mal ganz gewaltige Anstrengungen, wenn Sie so wollen, vollbringen. Er muss um den Faktor 1000 für MM-Systeme oder gar 10.000 für MC-Systeme verstärken. Zusätzlich muss dieser Phonovorverstärker auch die Frequenz korrigieren. Denn bei der Aufnahme auf eine Schallplatte werden die tiefen Frequenzen abgesenkt, also nicht so laut auf Platte übertragen. Denn tiefe Frequenzen nehmen viel Platz weg. Und wenn man die verringert in der Intensität, dann kann man auf einer Schallplatte mehr Musik unterbringen. Die Höhen hingegen werden bei der Aufnahme stark angehoben, damit das Rauschen, was sonst entstehen würde durch das Vinyl, also durch das Material, in dem die Rille gepresst wird, bei der Wiedergabe müssen Sie nun das wieder rückgängig machen. Das heißt, Sie müssen die Höhen entsprechend wieder zurücknehmen und die Tiefen anheben. Man nennt das RIAA-Entzerrung und auch das ist eine Aufgabe eines solchen Phonovorverstärkers. So, nun wissen Sie rein technisch, warum Sie einen Plattenspieler nicht an einen Eingang schalten können, der bei Ihrem Verstärker mit Line oder AUX beschriftet ist, sondern Sie brauchen einen Phonoeingang oder ein externes Gerät. Wann brauchen Sie nun ein externes Gerät, also einen externen kleinen Phonovorverstärker? Logischerweise immer dann, wenn Ihr Verstärker oder Ihre Soundbar keinen Eingang für Schallplattenspieler hat. Dann schalten Sie ein solches Gerät zwischen Plattenspieler und den Line- oder AUX-Eingang. Für all jene, denen der Klang sehr wichtig ist, bieten sich solche externen Phonovorverstärker auch aus einem anderen Grund an. Selbst wenn Ihr Verstärker einen Phonoeingang hat, klingt ein solches externes Gerät fast immer erheblich besser. Das heißt, wir empfehlen diese externen Phonovorverstärker, vor allen Dingen solche wie den, den ich hier in der Hand halte, ein Grems Lee, immer dann, wenn Ihnen Klangqualität wichtig ist. In diesem Fall schalten Sie einen solchen Phonovorverstärker zwischen dem Plattenspieler und einen Line- oder AUX-Eingang. Was Sie nicht machen dürfen, ist, diesen Phonovorverstärker, den externen, an den Phonoeingang Ihres Verstärkers anzuschließen, denn dann verstärken Sie doppelt, es wird viel zu laut und Sie haben diese RIAA, diese Frequenzentzerrung, zweimal hintereinander und es klingt grauselig. Das heißt, einen externen Phonovorverstärker schließen Sie immer an einen Line-Eingang an. Wenn Sie sich konkret für ein Gerät interessieren, was zu Ihrem Plattenspieler, zu Ihrer Anlage passt,
können Sie sich am Preisbereich Ihres Plattenspielers orientieren. Ein qualitativ angemessener Phonophor-Verstärker kostet ungefähr so viel wie der Tonabnehmer und damit ungefähr die Hälfte eines Plattenspielers. Nehmen Sie als Beispiel diesen Regaplaner 2. Das Gerät ohne Tonabnehmer würde bei etwas über 400 Euro liegen. Ein passender Tonabnehmer liegt damit also bei etwa 200 Euro und auch ein Phonophor-Verstärker liegt bei etwa 200 Euro. Wenn Sie eine solche Preisrelation einhalten, immer vorausgesetzt, Sie haben wirklich auch sehr, sehr gute Geräte mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, wie zum Beispiel bei diesem Rega, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie für Ihr Geld optimale Klangqualität bekommen. Konkret würde das zum Beispiel für diesen Rega Planar 2 heißen, wir empfehlen ein solches Gerät, das knapp über 200 Euro kostet, in diesem Fall ist es ein Gramsli, Gram M2 Communicator. Dieses Gerät kann ausschließlich für MM-Systeme verstärken. Das mag zunächst mal als Nachteil empfunden werden, weil viele dieser Phono-Verstärker umschaltbar sind für MM- und MC-Systeme. Allerdings muss sich der Konstrukteur eines solchen Gerätes immer vorher überlegen, für welches dieser beiden verstärkenden Systeme möchte ich mich denn nun entscheiden, um den Verstärker optimal auszulegen. Und in diesem Preisbereich ist das immer MM. Hinzu kommt, dass MM-Systeme etwas gnädiger sind, was die Qualitätsanforderungen an Steckerchen, Kabel und so weiter betreffen. Und deswegen kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, nehmen Sie in diesem Preisbereich, sagen wir pauschal, Plattenspieler bis etwa 2000 Euro, ein gutes MM-System. Hier zum Beispiel ist das ein Audio-Technica. Es könnten auch ein Ortofon, ein 2M-System sein oder ein wunderschönes Clear Audio aus der V2-Serie. Solche Systeme klingen fantastisch, nicht nur in Rega-Plattenspielern. Gramsli bietet mit dem nächstgrößeren Modell, dem Gramamp 2 SE, ein Gerät an, das technisch ähnlich diesem kleinsten Einstiegsmodell ist, bei etwa 300 Euro liegt, dank selektierter Bauteile und einem etwas schöneren Gehäuse, aufwendiger konstruiert ist und deswegen auch hörbar besser klingt und durchaus auch noch eine Kombination zulässt mit einem solchen 400 bis 500 Euro Plattenspieler. Halten Sie sich nicht sklavisch an diese Preisrelationen. Das sind ja nur Anhaltspunkte, damit Sie ungefähr wissen, wohin Sie sich bewegen sollten, wenn Sie denn optimales Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Hier sehen Sie ein Beispiel für einen alten Plattenspieler. In diesem Fall ein Technics-Direktantrieb, der seinen Tonabnehmer hier im Deckel eingebaut hat. Das ist ein Tangentialtonarm, der sich mit einem kleinen Elektromotor nach vorne bewegt. Ein sehr hübsches Gerät, das sehr kompakt gebaut ist, aus den 70er, 80er Jahren stammt, damals mal sehr teuer war, nach heutigen Gesichtspunkten eher ein Designobjekt ist. Nehmen Sie an, Sie möchten einen solchen Plattenspieler an Ihr Verstärker, an Ihre Soundbar anschließen. Hier geht es nicht so sehr darum, ein klanglich ideales Klangbild, eine ideale Qualität zu bekommen, sondern es geht rein nur darum, technisch eine Verstärkung hinzubekommen, die RIAA-Entzerrung hinzubekommen, damit Sie so ein bisschen im Hintergrund nett Platte hören können. Dafür gibt es Geräte wie diesen Dynavox, der bei etwa 60 Euro liegt. Ein solches Gerät eignet sich nicht unbedingt dafür, ein audiophiles Klangerlebnis zu produzieren. Dafür werden diese Geräte nicht gebaut. Aber das Gerät funktioniert, brummt und rauscht nicht, erfüllt also seine Funktion. Verbessern wir uns ein bisschen und betrachten wir als Beispiel einen Rega Planar 6. Ein Gerät, das einzeln ohne Tonabnehmer bei etwa 1200 Euro liegt. Wenn Sie sich an meine Daumenregel erinnern, Tonabnehmer darf hier also durchaus 600 Euro kosten und auch der Phonoverstärker darf bei etwa 600 Euro liegen. Hier bieten sich nun Geräte an, die Sie von eben schon kennen, den Gramamp 2 SE als untere Grenze, der bei etwa 300 Euro liegt. Mit einem solchen Gerät haben Sie bei dem Planar 6 durchaus Spaß, nutzen aber eigentlich die Qualität des Plattenspielers nicht ganz aus. Angemessener sind Geräte wie
ein Era Gold von Gremsli oder dieser Reflex Phonoverstärker, die je nach Ausstattung eher zwischen 500 und vielleicht 800 Euro kosten. Auch hier wieder halten Sie sich nicht sklavisch an diese Daumenregel, sondern betrachten Sie sie als eine Größenordnung, an die Sie sich sinnvollerweise halten sollten. Tonabnehmer, in diesem Fall ein Key-Audio-System, das kann ein kleinerer Performer sein, aber durchaus auch ein Artist oder ein noch größeres, noch besseres MM-System von Key-Audio. Solche Kombinationen finden sich dann auch in Anlagen, wo der Verstärker zwischen 1.000 und 2.000 Euro kostet und die Lautsprecher so zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Also durchaus eine Anlage, die schon nennenswert Geld kostet und entsprechend auch gut klingen muss. Immer noch bewegen wir uns bei MM-Systemen, also Tonabnehmern, die etwa 3 bis 5 Millivolt Ausgangsspannung haben bei der lautesten Stelle und entsprechend MM-Phonostufen. Lassen Sie uns gedanklich einen weiteren Schritt machen hin zu der high-fidelen Spitzenklasse, Oberklasse, wie auch immer Sie das nennen mögen. Wir hatten bisher Phonophor-Verstärker, die deutlich unter 1.000 Euro kosten. Nun gibt es Plattenspieler, die qualitativ einen Bereich erschlossen haben, der sich deutlich nochmal von dem abhebt, über das wir bisher gesprochen haben. Das sind Laufwerke, die 3.000, 4.000 Euro kosten. Und hier bieten sich Tonabnehmer an, die etwa 1.000 bis 2.000 Euro kosten und entsprechend auch Phonostufen in diesem Preisbereich. Als Beispiel möchte ich Ihnen hier die Nova 3 von Musical Surroundings zeigen. Das ist ein Gerät auf Transistorbasis, also ganz konventionell aufgebaut. Dieses Gerät lässt sich in vielen Stufen anpassen an hauptsächlich MC-Systeme. Ich zeige Ihnen das hier mal im Detail. Hier hinten sehen Sie diese kleinen Mäuseklaviere, diese kleinen Dipschalterchen, und da können Sie Eingangswiderstände umschalten, auch die Verstärkung dieses Gerätes anpassen. Vielleicht haben Sie gemerkt, ich bin so ganz nebenbei von MM auf MC-Systeme umgeschwenkt. Das ist der Preisbereich, wo MC-Systeme sich immer noch stark behaupten und auch sinnvollerweise eingesetzt werden. MC-Systeme erfordern eine Anpassung, in der Regel ohmsch. Das heißt, Sie brauchen in der Phonostufe zunächst mal die Verstärkung für MC-Systeme, aber eben auch einen Eingangswiderstand, damit das System ideal abgeschlossen wird, sagt der Techniker dazu. Und Sie merken das als Laie daran, dass es dann besonders gut klingt. Moderne MC-Systeme verlangen einen Eingangswiderstand von 100 bis 200, 300 Ohm Größenordnungen. Sehr feinfühlige Abstufungen sind eigentlich nicht notwendig. Sie hören einen Unterschied von 50 auf 100, auf 200, auf 400, auf 800 Ohm, also über den Daumen gepeilt. In der Regel eine Verdoppelung oder Halbierung der ohmschen Widerstände. In dieser Preisklasse gibt es auch schon Röhrengeräte, also Phonoverstärker, die auf Röhrentechnik basieren. Diese Geräte arbeiten immer als reine MM-Phonostufen, denn Röhrentechnik gelingt es nicht rauschfrei, eine sehr hohe Verstärkung hinzubekommen. Röhrenphonostufen kosten, wenn sie wirklich gut sind, deutlich über 1.000 Euro. Alles, was Sie darunter sehen, ist reine Kosmetik und Optik. Wenn Sie einen solchen Röhrenphonophor-Verstärker für MC-Systeme benutzen möchten, benötigen Sie einen sogenannten MC-Übertrager. Entweder als externes Gerät zwischen Röhrenphonophor-Verstärker und Plattenspieler oder schon eingebaut. Und viele Hersteller bauen einen solchen Übertrager auch gleich mit ein, eben zum Beispiel EAR in der Phonobox, die es als MC-fähige Version gibt. Und da haben Sie auch den großen Vorteil, dass die MM-Stufe auch einzeln natürlich nutzbar ist für MM-Systeme. Als MM-Röhrenphonostufe arbeitet sie halt rein elektronisch, und wenn Sie MC umschalten, dann wird noch dieser Übertrager dazu geschaltet. Es ist immer ein idealer, technisch optimaler Betriebszustand. Und deswegen klingen diese Geräte sowohl für MM als auch MC herausragend gut. Wenn wir jetzt gedanklich
noch eine Stufe höher gehen, landen wir so langsam im High-End-Bereich. Und da gibt es erstaunlich viele Anbieter von Phonophore-Verstärkern. Qualitativ betrachtet jedoch schrumpft die Zahl der empfehlenswerten Geräte erstaunlich schnell. Es gibt hier so quasi eine Inflation von Geräten. Jeder Hersteller, der was auf sich hält, baut sowas. Und nur die wenigsten können dann wirklich klanglich auch überzeugen. Und ich habe Ihnen hier mal einige Beispiele hergestellt. Zunächst ein Transistorgerät von Sagten. Dieses Gerät hat sogar drei Eingänge. Das ist sehr praktisch. Sie können also drei Plattenspieler oder drei Tonabnehmer, wenn Sie einen Plattenspieler mit mehreren Armen haben, direkt anschließen, zwei davon MC und einer MM. Dieses Gerät arbeitet in Class-A-Schaltungstechnik, braucht also ein bisschen Strom, wenn es eingeschaltet ist, klingt dafür aber hervorragend gut. Ein anderes Beispiel eines unserer beliebtesten Phonophore-Verstärker sehen Sie hier. Das ist ein EAR-Phonophore-Verstärker, das Modell 88 PB, dass es auch mit regelbarer Lautstärke gibt. Das heißt, Sie können hier, wenn Sie nur Schallplatte hören, direkt Ihre Endstufe oder Ihre Aktivlautsprecher anschließen. Das eigentlich Spannende an diesem Gerät ist aber, dass es fantastisch gut klingt, auf Röhrentechnik basiert, eine Röhren-MM-Phonostufe eingebaut hat und zwei Übertrager. Lassen Sie uns doch in das Gerät mal reinschauen. Hier sehen Sie die Röhren für die Phono-Verstärkung. Hier diese vier Röhren sind für die MM-Verstärkung zuständig. Das heißt, der Verstärkungsfaktor dieses Verstärkungsbereiches hier liegt bei Faktor 1000. Das hier ist Netzteil, Glättungsdrosseln. Das braucht uns nicht weiter zu interessieren. Spannender sind diese beiden kleinen silbernen Kistchen hier hinten, das sind die Übertrager für die beiden Kanäle. Und wenn ich hier hinten einen Knopf betätige und auf MC schalte, dann gelangt das Signal erst hier durch und dann nach hier. Und wenn ich hier auf MM schalte, dann wird das Signal direkt auf die MM-Stufe geleitet. Die Übertrager selber lassen sich in ihrem Übersetzungsverhältnis hier umschalten und dadurch gelingt ihnen eine ideale Anpassung an praktisch jedes moderne MC-System. Ein solches Gerät kombinieren Sie mit einem Plattenspieler der 10.000 Euro Klasse, vielleicht ein wenig darunter oder darüber, und einem entsprechenden Tonabnehmer, hier zum Beispiel einem Koetsu Black für etwas über 2.000 Euro. Auch größere Modelle von Koetsu klingen hier fantastisch. Clear Audio, EMT. Hier gibt es eine erfreuliche Auswahl von herausragend gut klingenden Tonabnehmern. Hier ein Nottingham Dice mit langem Tonarm. Hier ist zum Beispiel ein Grado eingebaut, ein lautes MI-System, Moving Iron ist das. Das heißt, die Ausgangsspannung entspricht einem MM-System und wenn ich diese Phonostufe hier benutze, schalte ich sie auf MM, benutze also die eingebauten Übertrager nicht. So, nun habe ich Ihnen einige Geräte gezeigt, die zwischen 50 und etwa 4.000 Euro kosten. Und Sie können sich fragen, was soll das eigentlich? Wozu brauche ich ein Gerät für 50 Euro oder eins für 4.000 Euro? Natürlich kann ich Ihnen hier viel erzählen über Qualität, über Klang, aber wenn Sie sich das Datenblatt anschauen, eines Phonophore-Verstärkers für etwa 50 Euro und das Datenblatt eines Phonophore-Verstärkers, der etwa 100 mal so viel kostet, werden Sie feststellen, dass die Unterschiede sehr, sehr gering sind. Beide Geräte haben einen guten Rauschabstand, beide Geräte sehr, sehr kleine Verzerrungswerte. Ja, hier haben Sie ein Röhrengerät, hier haben Sie Transistoren drin, aber rein von der Funktion her wird es Ihnen nicht gelingen, große Unterschiede auszumachen, die diesen großen Preisunterschied rechtfertigen. Was also ist der große Unterschied klanglich? Was passiert denn nun, dass man auch als rational denkender Mensch argumentieren kann, ja, ein 4.000-Euro-Gerät ist vielleicht sogar eher sein Geld wert als ein Gerät für 50 Euro?
Und nun lassen Sie mich wieder argumentieren, rein musikalisch. Vergessen wir einmal diese ganzen Euro-Werte, tun wir einfach mal so, als ob wir nicht wüssten, was all das kostet. Und nehmen wir mal an, wir hören Musik auf einem preiswerten alten Plattenspieler wie diesem Technics, vielleicht erinnern Sie sich von vorhin, und benutzen ein 50-Euro-Gerät als Phonophore-Verstärker an einer Soundbar. Was passiert? Nehmen wir einmal an, Sie möchten gar nicht großartig hier meine monströse Klassik hören, sondern Sie haben Ihren romantischen, leicht kitschigen Tag vor sich und denken sich, ja, hören wir mal ein bisschen schnulzige Musik. Das ist nicht böse gemeint, aber genau das ging mir kürzlich so. Hier, Carpenters, eine alte Aufnahme, schöne, süßliche Musik, übrigens sehr, sehr gut aufgenommen. Wenn Sie eine solche Schallplatte abspielen über einen alten Technics, dann ist das okay. Wenn Sie das abspielen über ein etwas besseres Gerät, wird es immer angenehmer zu hören. Sie werden hier keine musikalischen Wunder entdecken, das nicht. Aber wenn Sie den direkten Sprung machen würden von diesem alten Technics mit diesem 50-Euro-Phonophore-Verstärker zu einer Anlage, wo Sie einen solchen Phonophore-Verstärker mit einem solchen Plattenspieler haben, dann ist das hier plötzlich große Kunst. Dann haben Sie hier eine Frauenstimme vor sich stehen, die direkt nur für Sie singt. Und das ist so toll. Die Streicher sind so süßlich, das ist alles so fantastisch, dass aus diesem eher trivialen Musikstück was richtig Tolles wird. Das macht dann richtig Spaß zuzuhören. Ob als Audiophile oder einfach nur als Mensch, der auch mal ein bisschen Kitschiges braucht. Nun ist es natürlich nicht so, dass Sie eine solche teure Anlage, einen solchen teuren Phonoverstärker und Plattenspieler unbedingt brauchen, um Carpenters zu hören. Anders ist es schon mit diesem wundervollen Musiker hier, mit Rubinstein, einer der Götter der Klassik. Und hier eine ganz wundervolle, großartige Aufnahme, wo er Chopin Scherzo spielt. Nehmen Sie als Beispiel B-Seite das dritte Scherzo. Hier können Sie über diesen Technics die Melodie einigermaßen mitbekommen, keine Frage. Mehr aber nicht. Wenn Sie das hier auflegen, dann tauchen Sie ein in ein Universum, ein eigenes Universum nur für Sie. Und da können Sie sich aussuchen, worauf Sie sich konzentrieren, auf diese wunderschöne Melodieführung, die Rubinstein hier Ihnen meisterhaft präsentiert. Oder möchten Sie lieber mal schauen, wie der seinen Anschlag für jeden Ton neu überdenkt und variiert, in einer Eleganz, in einer Logik. Das ist kaum vergleichbare Aufnahmen in einem solchen Ausmaß an Schönheit gibt. Das zu entdecken, gelingt Ihnen sicher nur mit Anlagen dieser Qualität oder noch darüber. Und dann gibt es natürlich auch Musik, wo ganz viele auf einmal spielen. Belebtes Beispiel von mir, Bruckner, in diesem Fall hier die siebte mit Günter Wand, eine Harmonia Mundi-Aufnahme, die technisch gar nicht so toll ist. Gut, aber nicht brillant. Und dafür umso interessanter, um rauszubekommen, was kann denn ein Plattenspieler, was kann eine Hi-Fi-Anlage für Sie als Musikliebhaber tun, damit Sie Spaß an dieser Musik haben, damit Sie verstehen, was hier passiert. Nehmen Sie wieder an, Sie möchten gerne Bruckner auf diesem Technics mit einem solchen Phonophore-Verstärker hören. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß, aber bitten Sie bitte nicht mich dazu und schon gar nicht, dass ich die ganze Sinfonie hören muss. Bestenfalls ist das langweilig, weil schauen Sie, bei Bruckner tut sich erstmal scheinbar nicht viel. Das plätschert so dahin, wenn Sie das auf dem Technics auflegen und Sie denken sich, was hat die Welt eigentlich mit Bruckner? Nehmen Sie Mahler, Wagner, alles diese großorchestralen Werke,
Da sitzen sie davor und denken sich, naja, lass mal gut sein, ich höre mir jetzt wieder was anderes an. Und dann legen sie die gleiche Platte hier auf. Und sie können sicher sein, selbst wenn sie Bruckner bis dahin verachtet haben, werden sie sitzen bleiben und gebannt diesem Schauspiel folgen. Und gerade die langsamen Sätze, die auf einem Technics unerträglich langweilig sind, nicht oft, weil es ein Technics ist, sondern weil es ein altes, aus technischer Sicht veraltetes Gerät ist. Anders hier. Hier können Sie noch nicht jedes einzelne Instrument isoliert betrachten. Das geht erst, wenn wir da noch ein bisschen darüber hinausgehen. Aber hier haben Sie schon das Gesamtbild. Hier können Sie Streichergruppen, Bratschen, Bläser ausmachen. Einzelinstrumente, die das Klanggeschehen so beeinflussen, dass es logisch wirkt und Übergänge auf einmal sinnvoll erscheinen. Hier können Sie ausprobieren, ach, die eine Melodie verebbt langsam, die neue Melodie erlebt langsam seinen Aufstieg. Solche Dinge gelingen Ihnen hier mühelos als Laie. Und das ist der große Spaß für mich jedenfalls an Bruckner, neben diesem bombastischen Klangerlebnis, das Sie hier natürlich auch haben können und das mit einer alten Anlage auch völlig untergeht. Dafür ist eine Investition in solche Technik, dafür sind solche Phonoverstärker da. Dieses Klangerlebnis wird Ihnen auch versagt bleiben, selbst wenn Sie einen solch teuren Plattenspieler kaufen und eine inadäquate Phonostufe dazwischen schalten. Das heißt, ein solches Klangerlebnis lebt nicht von einem Einzelgerät, sondern davon, dass Sie alle Geräte sorgfältig aufeinander abstimmen, vor allen Dingen qualitativ. Was also bedeutet das für Sie zusammenfassen? Sie brauchen zwingend einen Phonophor-Verstärker für Ihren Plattenspieler, wenn Ihr Verstärker gar keinen Eingang für Schallplatte hat. Denn Plattenspieler haben eine sehr kleine Ausgangsspannung. Sie brauchen also ein Gerät, das die Verstärkung zusätzlich hinbekommt und eine Frequenzgangkorrektur nach RIAA. Achten Sie bei Phonophor-Verstärkern darauf, dass die Geräte qualitativ zu Ihrem Plattenspieler passen. Daumenwert, ein Phonophor-Verstärker soll ungefähr so viel kosten wie der Tonabnehmer oder die Hälfte des Plattenspielers. Achten Sie übrigens auf gute Verbindungskabel, sowohl vom Plattenspieler zum Phonoeingang als auch von dem Phonophor-Verstärker zu Ihrem Verstärker. Geben Sie für solche Kabel etwa 25% des Gerätepreises Ihres Phonoverstärkers auf. Wenn Sie das alles machen, werden Sie riesig viel Spaß an Schallplatte haben. Und wenn Sie jetzt denken, ach, das klingt doch interessant, lass mal konkreter hören, lass mal schauen, schauen Sie vorbei online, phonofono.de. Wir haben einen großen Online-Shop mit sehr vielen interessanten und ausschließlich mit guten Geräten. Und wenn Sie dann immer noch nicht weiter wissen, kommen Sie vorbei oder rufen Sie an, Phonofono Berlin. Danke für Ihre Zeit und viel Spaß beim Musikhören. Tschüss.